Hallo Mädels, ich möchte heute für euch ein Nagelhautpeeling selber machen, denn es ist super einfach, günstig und hilft dazu auch wirklich. Ihr braucht dazu nur eine Schüssel und einen Löffel, womit man das Ganze rühren kann, Sonnenblumenöl, Zucker und Zitronensäure. Dabei ist es egal, ob ihr eine echte Zitrone nehmt oder Zitronensäure in Pulverform. Und schon geht's los! Als erstes gebt ihr 2 Esslöffel von dem Öl in die Schüssel und dazu etwas Zitronensäure. Das Öl spendet eurer Haut Feuchtigkeit und die Zitrone hält eure Nägel etwas auf. Danach kommt der Zucker dazu. Dieses sorgt dafür, dass eure Hautschüppchen durch das Reiben eben weggepeelt werden. Fangt klein an, bis letztendlich die ganze Tasse aufgebraucht ist und ihr eine relativ gleichmäßige Masse habt. Ich habe das Ganze dann in einen Behälter umgefüllt und mir ist aufgefallen, dass es eine sehr große Menge ist, womit ihr lange mit auskommt. Also solltet ihr vielleicht nur die Hälfte der Zutaten nehmen, das wird auch schon reichen. Das Ganze ist auch lange haltbar, also macht euch da auch keine Sorgen. Das, was in der Schüssel ist, benutze ich jetzt auch. In meinen letzten Videos habt ihr vielleicht gemerkt, dass bei mir sehr viele Hautpartien einfach angerissen sind, weil meine Haut so trocken ist. Dadurch bin ich auch eigentlich erst auf dieses Video gekommen, aber das wollen wir jetzt auch hier beheben. Nehmt euch euer Zuckerpeeling zwischen eure Finger und massiert es einfach auf jedem Nagel ein. Danach müsst ihr es mit warmem Wasser abspülen. Zur weiteren Feuchtigkeitspflege verwende ich noch eine Handcreme. Nehmt einfach eure Liebste. Ich habe mir auch eine eigene gemacht, die ich in dieser Bodyshop-Dose habe und die leider auch nicht so appetitlich aussieht. Sorry, aber die verwende ich heute. Als letztes benutze ich noch so ein Nagelwachs von P2, welches ich ebenfalls in jeden Nagel schön einmassiere. Und das wär's auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr versucht es auch einmal. Ja, hier versuche ich noch zum Abschied zu winken, aber das hat irgendwie nicht so gut geklappt. Naja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!